So, liebe Angler, ich möchte euch noch einen weiteren Wackler, einen weiteren Laufschwimmer präsentieren. Natürlich kann man den auch feststehend angeln. Der hat auch wieder eine ganz gewisse Besonderheit und Innovation. Der kommt ja schon geflogen. Das ist der sogenannte Abstandshalter, typisch wie bei den normalen Laufschwimmermontagen, der letztendlich das Blei weghält von der Pose, sodass es da weniger Verwicklung gibt. Das Besondere an der Pose, der nennt sich G5 Missile, ist das spezielle Aufhängesystem. Das Aufhängesystem, mit diesem Aufhängesystem erreicht man gegenüber normalen konventionellen Schwimmern, die so aufgehängt sind, bis zu 30% mehr Wurfweite, ohne dass der Wackler trudelt. Selbst bei einem Gewicht von 10 Gramm Kugel und 10 Gramm hier Resttragbebleiung oder Schnurbebleiung ist es normal üblich bei so einem normaler Schwimmer, dass der anfängt zu trudeln. Und wenn der noch Wind ist, weiß man natürlich nicht, wo er denn hingeht. Das ist sehr schlecht, zum Beispiel, wenn man Koppel fischt. Aber mit dieser Innovation schmiegt sich, wird das Gewicht verlagert beim Wurf und legt sich hier dran. Und das bewirkt, dass er eine saubere Wurfparabel hat und somit bis zu 30% weiter fliegen kann. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich hier ein Bleikugel verwendet habe, die ist erstmal aerodynamischer als so eine zylindrische Form. Und zweitens ist eine Kugel bei gleicher Tragkraft viel kleiner im Volumen und somit ist die Aerodynamik in der Luft schon mal viel besser. Das bringt natürlich die Wurfweite. Auch bei diesem Wackler ist ein 3-Lack-Schicht, also mit Grundierung, normal blau. Und dann ist noch mal Bootslack drüber gezogen gegen Risse. Das Ganze ist auch wieder ein dünnes Akanda-Holz gehalten, länger gehalten, dass er schön stabil unter Wasser gezogen wird und ruhig auf dem Futterplatz liegt. Zum Anwerfen und zum Absinken sind wieder die drei Farben hier erkennbar. Und da haben wir auch lange rumexperimentiert. Ich habe hier ein Vorgängermodell, das hatte ich in Schepp gefischt. Machen wir mal ganz kurz weg, ausblenden. Das war das Vorgängermodell in Schepp und in 10 plus 10, der Prototyp. Und der war nicht ganz voll edelt. Man sieht es hier. Da waren sehr viele Güstern zu fangen. Man musste sehr schnell angeln. Und jedes Mal oder öfters ist es vorgekommen beim Einholen, beim Drill. Man musste danach wieder schnell rauswerfen. Dann hat sich der Wackler denn so hingelegt. Man musste dann mit der Hand wieder korrigieren, dass er in diese Position zum Abwurf bereit steht. Das heißt, dieses Gestänge haben wir auch noch mal modifiziert. Man kann es hier schon erkennen, obwohl das ein 10 plus 10 ist vom Gewicht, der geht immer in diese Position und somit ist man viel schneller, muss nicht immer aufpassen oder mit der Hand manuell nachlegen. Das Ganze wirft sich natürlich sehr gut. Der Manfred kann mal einen Wurf ansetzen, aber man kann das natürlich sehr schlecht jetzt mit der Kamera nachvollziehen, die Flugeigenschaften, aber das ist wirklich eine tolle Idee, vor allem mit schweren Gewichten und da gibt es von 5 plus 3 letztendlich hoch bis 8 plus 8, 10 plus 10, 10 plus 6, 12 plus 4, hier nur einige Grammaturen zu nennen, voll die Auswahl. Und natürlich auch wieder hier das komplette Antennensystem mit 14 verschiedenen Varianten. Also da ist man immer sehr gut aufgehoben. Und ich denke, mehr brauche ich eigentlich zu dem Produkt nicht zu sagen. Lasst euch überraschen. Wir freuen uns auf euren Besuch.